Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Retro Achievements, Rote Edition, immer 615, meine Wenigkeit, Spiel links, Retro Achievements rechts. Wir spielen dieses Spiel weiter und ja, im letzten Teil war nicht schön und das hier ist auch nicht schön. So, und tatsächlich dafür haben wir das hier, damit es nämlich sehbar ist. Ne? Wir können natürlich, also als Kiddies sind wir eigentlich im Endeffekt nur gegen die ganzen Wände gelaufen und irgendwo wird das schon irgendwie richtig sein. Das Problem ist bloß das, dass wir das nicht hier machen können. So. Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Und deswegen. Okay, ich hab dich verwechselt. Fragosso. Schön. Fragosso ist dann komplett falsch. Ja, Shylock. Shylock muss für alles hinhalten. Shylock muss für alles hinhalten. Aber dafür haben wir Shylock. Im Umkehrschluss natürlich Shylock für die nächste Arena so komplett ungeeignet. Deswegen müssen wir auch so ein bisschen noch ein anderes Team mit aufstellen. Sauber. Habitat gereicht Level 17. Fleckmon. Ja, dafür bräuchten wir jetzt einen Elektro-Pokémon. Abra ist zwar keins, aber... Aber könnte jetzt ab jetzt eine Hilfe sein. Hm. Ja, Elektro. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob wir auf Nidorino wechseln. Hab aber dann gedacht, so, oh, das könnte problematisch werden. Mhm. Genau deswegen. Genau deswegen könnte problematisch werden. Ach, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja. Gut. Dann. Ich weiß, so hätten wir es schon längst besiegen können. Längst besiegen können, aber nein, der Immon will versuchen, es andersweitig zu besiegen. Oh Gott. Es andersweitig zu besiegen. Und kriegt jetzt die Quittung dafür. Ja. Gut, also wieder zurück ins Pokémon Center. Das war aber ein ganz kurzer Auftritt. So, was ist weg? Ja, das ist eh Wurst, dadurch, dass Fleckmon ein Wasser-Pokémon ist, ist es eh egal. Kopfnuss? Sie Headbutt. Kopfnuss. Abra reicht Level 16, fantastisch. Und Abra entwickelt sich. Abra tatsächlich mit seiner Entwicklung eigentlich relativ starkes Pokémon. Auch hier in diesem Spiel sehr stark. Aber... Nö. Konfusion. Zubat. Level 16. So. Dadurch, dass wir ja noch hier sind, dadurch, dass wir jetzt noch angreifen können, vielleicht klappt das alles. Jawohl, Critical Hit. Klasse. So, Habitat ein bisschen hier. Bisschen kämpfen lassen. Ja, Kadabra nehmen wir auch weiterhin mit. Das liegt daran, dass wir jetzt mit Kadabra so ein bisschen was machen können. Kleinstein Level 17. Ja, wir versuchen sogar direkt einen Kadabra. Denn Kadabra kann jetzt endlich Sachen. Er kann endlich angreifen. Guck an, auch wenn das... Genau. Auch wenn das jetzt nicht ultra heftig ist, aber er kann angreifen. Und das ist das, was wir hier brauchen. Ne? Das ist das, was wir jetzt hier brauchen. Klar, wir haben schwache Pokémon mit. Ja, wir müssen ein bisschen hier Training angehen. Aber jetzt ist Habitak und Ratzfratz dran mit dem Training.
Dam. Und das Schöne dabei ist, wir können uns tatsächlich eigentlich immer zurückteleportieren. So, jetzt sagte der Immon, er könnte sich theoretisch zurückteleportieren. Warum hat er es denn jetzt schon wieder nicht getan? Relativ einfach. Ich würde tatsächlich Habitat ein bisschen trainieren. Ja, komm. Nimm Ratzfratz nach vorne. Und wechseln dann auf Kadabra. So, es ist wieder dunkel. Das ist der Grund, warum wir ihn auch mit haben. Und... Oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, oder machen wir das jetzt tatsächlich von Anfang an so? Aber nein. Nein, nein, nein. Subat? Level 16. Kadabra. Ich weiß, Ratzfatz könnte das theoretisch auch schaffen. Sehr schön. Aber wir wollen doch die Vorteile eines Psycho-Pokémons zeigen, oder? Ja, wollen wir. Wir wollen die Vorteile eines Psycho-Pokémons zeigen. Der Pokémaniac. Mal wieder mit... Oh Gott, Flagmon Level 25. Eieiei. Gut, da setzen wir definitiv nichts. Kann er rein? Das ist einfach zu hoch. Konfusion. Oh, nicht schlecht. So, bis ja, in der heutigen Generation sehr effektiv. In der damaligen nicht, weil es eine Normalattacke ist. Aquaknarre bringt nichts, weil es ist halt ein Wasser-Pokémon selbst. Sehr schön, es geht auch daneben. Konfusion. Ja, ist natürlich hart. Oh je, es ist verdorben. Nein, 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 bitte nicht. Ah! Aussetzer und es setzt Aquaknarre aus. Okay, es verwirrt. Sehr schön, bis. Oh. Oh, jetzt ist natürlich Risikofrage. Ja, Risiko, komm. Es verwirrt. Sehr schön, geht aus. Und tschüss. Ja, schwierige Geschichte. Manchmal hat man eben einfach Glück und manchmal hat man einfach nur auch Pech. In der Hinsicht ist es Glück, dass wir hier gute Pokémon haben. Aber, ja, wie gesagt, alles mit der Ruhe. Zubat, Level 16. Wir müssen auch überlegen, ob wir Zubat bald fangen. Ich glaube, Zubat gibt es eigentlich überall. Ja. Risiko. Ja. Risiko hat nicht geklappt. Ja. Neu 17 für Ratzfratz. Und auch hier wieder Trank. Und weiter geht's. Ich weiß, es ist nur ein wildes Pokémon. Also eigentlich sollten wir ja hier auch bei den wilden Pokémon eigentlich keine großen Probleme haben. Level 16 für ein Kleinstein. Aber wir müssen halt auch trainieren, das darf man eben auch nicht vergessen. Wir müssen ja auch die Pokémon hier trainieren. Weil so oft, wie wir hier tauschen und wechseln und alles Mögliche. Mirapla, könnte. Nein, könnte nicht. Genau. So. Ich glaube. Genau, Gift bringt nichts, genau. Sicher, ich wollte nochmal sicher gehen. Nicht, dass es heißt, so von wegen, Mann, setzt eine Giftattacke ein. Ja, ihr seht, nein, das bringt nichts. Guck mal, Hornetech ist schon mal viel besser. So, das kann auch vergessen, diese ganzen Pudal-Geschichten. Er kann nur Absorber gegen mich einsetzen. Gegen Ripp bin ich eigentlich resistent. Ja, kaum sagt er das, bist du paralysiert. Ist zu Risiko sonst. Ist mir zu risky. Haben wir ja vorhin auch schon. Ja, gut, dann halt nicht. Ach Gott, ey. Ja.
Das ist das, was ich meinte mit Risky. Das ist das, was ich meinte damit. Ja, Critical Hit, klar, passt schon. Ja, genau das ist das, was ich damit meinte. Fang hier an, mit Paraheiler um die Ecke zu kommen. Und was ist? Es passiert genau das. Aber klar, er kann jetzt keine Pool-Attacken mehr einsetzen. Weil, bringt ja nichts mehr, weil ich bin ja schon paralysiert. Und, Naja. Dieser Samen. Ja, machen wir einfach mal weiter. So. Gut, jetzt müssen wir wechseln. Weil Egelsamen ist alles andere als ratsam, das Pokémon da zu behalten. Gehen wir auf Kadabra. Wegen dem Gift-Modus könnte natürlich jetzt für Kadabra einfach sein. Ja. Hätten wir mit Iraptor auch machen müssen. Level 20. Lassen wir mal so stehen. Hätte es Kadabra von Anfang an gebracht. Wäre das alles nicht passiert. Ah. Zubat. Hätte es Kadabra von Anfang an gebracht. Wäre das alles nicht passiert. Ja. Aber, na, manchmal muss man eben auch seine Erfahrung so machen. Nochmal ein Glumanda. Superzahn. Ja. Oh. Gut. Und tschüss. Dann wechseln wir zu Sherlock. Oh Mann. Es ist alles heute nicht so schön, wie es eigentlich sein soll. Oh, Silberblick. Es ist alles nicht so schön, wie es sein soll. Aber kann man nichts machen. Fragosso. Ja. Gucken wir mal, ob Habitak jetzt wirklich viel bringt. Ich glaube, es bringt eigentlich gar nichts. Und ich glaube, er kann uns nicht wirklich angreifen. Er kann mit Heule angreifen, glaube ich. Und seine anderen Attacken sind, glaube ich, alles Bodenattacken, ne? Ein ewig langer Kampf. Ja, genau. Er kann uns nicht angreifen. Das ist das Gute. Also, wir können mit Habitak ihn jetzt einfach besiegen. Ja, Critical Hit. Das wird jetzt ewig und 3 Tage dauern, aber dafür sind eben dann Boden-Pokémon nicht gut. Ja. Sehr schön. Dann haben wir ein paar Critical Hits. Dann haben wir jetzt, hier ihn auch gleich weg. Wie gesagt, Bodenattacken. Gegen ein Flug-Pokémon nicht. Ja, ist ärgerlich natürlich für Dracorso. Klar. Weil es versucht hier zu fighten und alles drum und dran. Das bringt aber nichts gegen ein Flug-Pokémon. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr oft wiederholt, aber damit habt ihr alles mitgeschrieben, ne? So, hab ich da gewinnt. Oh, man muss seine Vorteile kennen. Level 27. Und Habitak nicht Level 28. Das wäre auch schön. Von Level 17 auf 28. Das wäre schön. Aber nein. Wäre wie gesagt zu schön. Wäre zu schön, um wach zu sein. Zubat. Warte ja auch noch auf das richtige Zubat, ne? Weiß gar nicht, wie viel das jetzt bringt. Ich glaube nicht so viel, ne? Nee. Ja. Furienschlag. Deutlich mehr. Gut, dann können wir das mit Furienschlag besiegen. Und. Sauber! 5-mal! Wandersmann, heute noch. Nö. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.